Hallo Leute! Heute ist Samstag, also wenn ihr das Video seht, ist wahrscheinlich Sonntag. Und heute ist nämlich der Flohmarkt, also so ein Mädchenflohmarkt in Mannheim. Und da werde ich jetzt hingehen und ich werde euch mitnehmen. Und es gibt natürlich danach auch einen kleinen Haul. Also ich bin jetzt wieder raus und ich war irgendwie ein bisschen enttäuscht. Ich habe zwar Sachen gekauft und die zeige ich euch auch gleich, aber irgendwie habe ich gedacht, da gibt es coolere Sachen und mehr und größer. Und man hat ja auch dafür Eintritt gezahlt und ja, egal. Ich zeige euch hier mal kurz mein Outfit und ja, wir sehen uns dann zu Hause wieder. Hallo Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause und ich war ja auf dem Mädchenflohmarkt und ich habe mir ein paar Kleinigkeiten gekauft. Ich habe ja schon auf Snapchat euch darüber informiert, dass ich etwas enttäuscht war, weil ich ja was anderes drunter vorgestellt habe. Ich dachte, das wäre irgendwie halt einfach größer und mehr. Und es hat ja auch Eintritt gekostet und ja, es war eigentlich nur ein Standard-Flohmarkt, halt mit hauptsächlich Klamotten und so. Und da waren halt viele Stände dabei, wo ich wirklich nichts cool fand. Und da waren aber auch ein paar Stände, wo ich ein paar Sachen gekauft habe. Und fangen wir erstmal hiermit an. Ich habe mir eine ganz kleine, schmale Uhr gekauft. Die ist jetzt nicht unbedingt die schönste, aber sie ist klein, schmal, funktioniert. Und die werde ich für die Arbeit tragen, weil die kann auch verkratzen, weil die hat nur 5 Euro gekostet und da hängt mein Herz wirklich nicht dran. Also das wird quasi meine Arbeitsuhr. Dann habe ich mir eine Tasche gekauft, die war von Mango. Und die finde ich richtig schön, weil es so ein dunkelrot ist und stellt euch mal vor, ihr habt so ein ganz schwarzes Outfit und dazu dann so eine kleine rote Tasche. Und ja, ich wollte mir eigentlich nichts mehr mit goldenen Details kaufen, aber es ist ja nur so ein bisschen, ne? Und die fand ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Die hat noch 6 Euro gekostet. Dann kommen wir jetzt zu den Klamotten. Ich habe mir irgendwie voll viel Gestreiftes gekauft, ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall dieser Pulli hier. Von Vero Moda, der ist auch so ein bisschen high-low und ja, ich glaube, der ist einfach ganz gechillt. Und das Oberteil hat 3 Euro gekostet. Dann habe ich mir einen Schal gekauft. Ich weiß nicht genau, warum ich ihn mir gekauft habe, aber ich glaube, man kann den eigentlich auch ganz cool kombinieren. Der ist so blau-weiß, so ein Schlauchschal und der hat noch 1 Euro gekostet und da kann man echt nicht meckern. Dann habe ich mir so einen schwarzen Pulli hier gekauft. Der ist so ein bisschen durchsichtig und hat unten so eine Spitzenborte. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Der war von H&M und der hat jetzt auf dem Flohmarkt noch 4 Euro gekostet. Dann habe ich hier noch was Gestreiftes. Das war auch mal von H&M. Das ist nochmal so ein Pulli, diesmal allerdings ein Strickpulli. Und für den habe ich auch noch 4 Euro gezahlt. So, jetzt habe ich hier noch was, auch vom H&M. Und zwar ist das so eine Weste. Ich hoffe, man erkennt das jetzt einigermaßen. Auf jeden Fall finde ich die eigentlich ganz cool, weil man die einfach immer mal so drüber ziehen kann und das lässt das Outfit direkt lässig, locker wirken. Und ja, da habe ich auch noch 4 Euro für gezahlt. Und zu guter Letzt habe ich mir was gekauft, was ich direkt fürs Video angezogen habe. Und zwar ist das diese Jacke. Die ist so ein bisschen wie so eine Lederjacke, aber so auf Wildleder gemacht und sitzt ein bisschen kürzer, hat auch kurze Arme und ja, ich finde die voll schön. Und das ist so mein Highlight eigentlich vom Flohmarkt gewesen, von dem Einkauf. Und dafür habe ich noch 10 Euro bezahlt. Das waren jetzt alle Sachen, die ich gekauft habe. Ich wollte nochmal sagen, warum gehe ich überhaupt auf den Flohmarkt? Ich gehe auf den Flohmarkt, weil ich das unterstützen möchte, dass nicht so viel weggeschmissen wird, weil wir einfach eine Wegwerfgesellschaft sind. Und ja, klar, ich gehöre auch dazu, jeder gehört hier dazu. Aber ganz ehrlich, man kann da einiges besser machen. Und ich finde, Flohmarkt ist so ein erster Schritt, auch mal Secondhand was zu kaufen. Ganz ehrlich, man steckt es einmal in die Waschmaschine und dann ist es wieder hygienisch und alles. Und ja, meine Videofrage ist jetzt, warst du schon mal auf dem Flohmarkt? Und wenn ja, was war das Coolste, was du dir gekauft hast? Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss!